Scheiße. So, ich begrüße die Damen und Herren Medienvertreter sehr herzlich zu unserer sehr kurzfristig anberaumten Pressekonferenz, die für Sie sicher und wahrscheinlich sehr spannend sein wird. Es geht, wie angekündigt, um den Ibiza-Skandal, der sich immer mehr ausweitet. Und ich begrüße auch sehr herzlich den Generalsekretär Christian Höbert und darf gleich das Wort übergeben an den Bundesobmann Heinz-Christian Strache. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Wir freuen uns auch, dass wir dann per Skype den Obmann und das Mitglied des Deutschen Bundestages, nämlich Diplom-Politologen Petra Bistron, auch zuschalten werden, der heute auch an dieser Pressekonferenz teilnimmt. Ich darf ihn recht herzlich begrüßen. Ja, Ibiza 2.0. Wir haben neueste Erkenntnisse aufgrund der nun veröffentlichten Transkriptionen des Ibiza-Videos und diese belegen eindeutig, was ich schon immer gesagt habe, nämlich die selbsternannten Aufdecker und selbsternannten investigativen Journalisten Obermeier und Obermeier von der Süddeutschen Zeitung und vom Spiegel haben nachweislich mit einer manipulativen und tendenziösen Verkürzung des illegal und rechtswidrig erstellten Ibiza-Videos unter Mithilfe auch ihres Zeitungskompagnons Florian Klenk vom Falter aus dem Ausland eine österreichische Bundesregierung gestürzt. Das kann man heute auch so festhalten. Und das ist der wahre Ibiza-Skandal. Zwei deutsche Zeitungen sprengen also unter dem Deckmäntelchen eines angeblich investigativen Journalismus mit manipulativen Mitteln und mit, ich sag, willkürlichen Zusammenschnitten, wo man den wesentlichen Gesamtkontext einfach weggelassen hat, teilweise sogar Aussagen ganz bewusst im Sinne einer Unwahrheit verdreht hat und haben damit eine gut arbeitende Bundesregierung, ich sage ja, mit einem Komplott, anders kann man es gar nicht bezeichnen, gestürzt und zu Fall gebracht über das Ausland. Man kann auch sagen, das war eine Sprengung dieser Regierung. Man könnte also sagen, es gibt Manipulation, es gibt Fake News und es gibt den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung und den Falter. Und all das war tendenziös und entspricht in keiner Weise den journalistischen Geboten der Objektivität, geschweige denn der Neutralität. Und in Wahrheit ist das, was da passiert ist, ein konstruktives Komplott, wo man auf Basis einer mutmaßlichen kriminellen Gruppe, und ich sage ganz bewusst, einer mutmaßlich kriminellen großen Gruppe, die seit vielen Jahren, wie zumindest auch der Aktenstand sichtbar macht, nämlich offensichtlich bereits seit dem Jahr 2011, über Auftraggeber eingesetzt worden sind, mittels Konstruktionen mich politisch zu vernichten. Und das sind höchst kriminelle Machenschaften, wo die Journalisten sich offenbar von dieser Gruppe auch einspannen haben lassen. Die Frage stellt sich, warum? Ja, war es ein politisches Motiv? Gibt es andere Motive? Die Frage wird man auch stellen und zu beantworten haben. Und da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das war ein regelrechtes Komplott, ein Komplott eben aus kriminellen und ich sage auch offensichtlich politisch motivierten Medien, um eine Regierung aus dem Amt zu jagen und eine höchst erfolgreiche Regierungspolitik in Österreich, die auch angenommen wurde im positiven Sinn von Seiten der Bevölkerung mit über 60% Zustimmung und letztlich auch diese Regierung zu Fall zu bringen, aber mich vor allen Dingen als Vizekanzler offenbar zu Fall zu bringen und mundtot zu machen. Aber dieses schaurige Spiel geht auf Dauer nicht durch und es ist auch wichtig, dass sich solche Mitteln und Methoden, und ich nenne sie bewusst Stasi-Methoden mit rechtswidrigen Vorgängern, die hier stattgefunden haben, mit Manipulationen, dass sich solche Methoden auf Dauer nicht durchsetzen können. Gerade in der politischen Auseinandersetzung geht es darum, mit Inhalten und Themen letztlich auch nicht nur zu punkten, sondern Themen und Inhalte sprechen zu lassen und diese zu bewerten und nicht mit kriminellen Machenschaften oder rechtswidrigen Fallen und noch dazu konstruktiven Manipulationen einen politischen Mitbewerber zu Fall zu bringen. Und diese Ibiza-Falle hat sich mit dieser Transkription jetzt auch insofern in Luft aufgelöst. Und ich bin da sehr froh, dass sich nun viele endlich auch hier in der Transkription letztlich, wenn sie diese lesen und studieren, auch eines im Gesamtkontext sehen, nämlich dass sich offenbart, dass meine Beteuerungen, die ich von Beginn an auch dargelegt habe, dass man
die jetzt auch bestätigt erhält und bewiesen sind. Und ich habe von Anfang an erklärt und auch stets versichert, auf keinerlei illegale Geschäfte eingegangen zu sein oder mich auch nur im Ansatz korrumpieren zu lassen. Und ich habe, wie nun auch nachweisbar und nachzulesen ist, alle Versuche der vermeintlichen Oligarchen, nämlich des Lockvogels oder der Lockvögel, denn es waren ja mindestens zwei Lockvögel dort, mich in eine unredliche Ecke zu manövrieren, zu 100% abgewehrt. Und insofern müssen sich jetzt jene unlauteren Herren Journalisten, die medial aus Deutschland eine gut arbeitende Bundesregierung gesprengt haben und in die Luft gejagt haben, um mich in weiterer Folge auf allen Ebenen, ich kann es nur so sagen, regelrecht zu ruinieren. Und das war ja auch der Auftrag dieser Ibiza-Täter-Gruppe, wie man heute schon aufgrund von Zeugenaussagen auch im Staatsanwaltschaftsprotokoll lesen kann. Diese Gruppe soll sich ja bereits im Zeitraum 2011 bis 2014 in einem prominenten Lokal des ersten Wiener Gemeindebezirks auch regelmäßig getroffen haben und dort auch besprochen haben, dass es für Geld offenbar einen Auftraggeber oder Auftraggeber gibt und sie ein klares Ziel haben, nämlich mich politisch und gesellschaftlich zu vernichten. Und da war ja auch ein ehemaliger Sicherheitsmann von mir dabei. All das werden natürlich die Behörden aufzuklären haben, aber es zeigt schon einiges auf, dass das eine jahrelange konzertierte Aktion war, mit einer jahrelangen Planung auch versehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir werden natürlich hier auch, und ich sage das ganz bewusst, nicht zur Tagesordnung übergehen. Das muss ja auch Konsequenzen für die Journalisten haben, wenn man so unredlich handelt und agiert. Und wir werden jedenfalls natürlich auch gerichtlich gegen diese Machenschaften vorgehen und auch den Presserat entsprechend anrufen. Und grundsätzlich ist auch festzuhalten, dass es ein absolutes No-Go ist, wenn ständig interne Akten oder höchstpersönliche Fakten mit medialer Unterstützung geleakt werden, nur um konzertierten Vorverurteilungen, in dem Fall unliebsamer Personen in der Öffentlichkeit, Vorschub zu leisten. In diesem Fall muss man allerdings konstatieren, dass dieser Leak endlich das bestätigt hat, was ich seit über einem Jahr gesagt habe, nämlich dass mit einem HC Strache keine krummen Geschäfte zu machen sind. Und es bestätigt sich damit auch mit diesem Transkript, dass ich weder käuflich noch korrupt bin, dass ich immer auch aus tiefster persönlicher und ideologischer Überzeugung gehandelt habe und dass vor allen Dingen die Interessen der österreichischen Bevölkerung für mich immer im Mittelpunkt gestanden sind. Und genau das wird hier auch stets betont und dass mein Weg ein grundlegend gerader ist und es mit mir etwas anderes nicht gibt. Und das kann man auch am Beispiel der von den Fake-News-Journalisten kolportierten Unwahrheiten festmachen im Bereich der Wasserprivatisierung. Denn genau das Gegenteil habe ich dort auch im Gesamtkontext zum Ausdruck gebracht, indem ich den verfassungsrechtlichen Schutz des Wassers auch eingefordert habe, dass immer auch meine Position war, dass ich auch lange vor der illegalen Aufnahme auf Ibiza auch öffentlich diese Position dargelegt habe, nämlich das österreichische Wasser im Verfassungsrang zu schützen und das norwegische Modell anzudenken. Denn die Norweger haben das Erdöl auch in den Verfassungsrang gehoben als Eigentum der norwegischen Bevölkerung und verkaufen eben bewusst nicht die Quellen, sondern das Erdöl. Und genau das habe ich dort auch zum Ausdruck gebracht, dass es vernünftig wäre, das weiße Gold trinkwassertechnisch in Flaschen zu verkaufen, wo die Bevölkerung der Eigentümer ist, und dass wir die Gewinne verwenden für den Staatsschuldenabbau und, wenn es Gewinne darüber hinaus gibt, für eine Gewinnausschüttung für die österreichischen Staatsbürger. Denn genau so machen das die Norweger, und da bekommen die norwegischen Bürger pro Jahr über 20.000 Euro an Gewinnausschüttung. Also durchaus ein nicht uninteressantes Modell. Und genau das Gegenteil, wie gesagt, habe ich dort gesagt, als man dann versucht hat, über manipulative Zusammenschnitte in der Öffentlichkeit festzusetzen. Und ich habe darüber hinaus unzählige Male klargemacht, dass ich eben lediglich zum Wohle unseres Landes und vor allen Dingen der österreichischen Bevölkerung agiere. Und das ist auch der Grund, warum ich mir die Angebote und Intentionen natürlich der Gesprächspartner angehört habe an diesem Abend. Das waren ja viele Suggestivfragen, wo ich immer wieder auch gehört habe, dass sie die Kronenzeitung kaufen will, kaufen wird und sogar ein konkretes Angebot vorliegen hat von Anteilen, die sie kaufen wird und weitere Anteile kaufen will, dass sie auch mit sozialdemokratischen Politikern und ÖVP-Politikern in Kontakt steht, was natürlich grundsätzlich nicht uninteressant ist und immer wieder auch darlegend, dass man bei uns in Österreich sehr wohl investieren kann, aber eben rechtskonform. Und das war auch der Hintergrund dieses Abends. Mit der Veröffentlichung dieser Abschriften bin ich somit in Wahrheit zum transparentesten Politiker Österreichs geworden. Nun weiß jeder, dass mit HC Strache nicht einmal in einem, vielleicht bedenklichen, besoffenen Zustand
beziehungsweise vielleicht sogar mit untergejubelten Drogen, Korruption, Bestechung oder andere Machenschaften möglich sind. Ich sage, da gibt es wahrscheinlich manche andere politische Mitbewerber, die nüchtern anders handeln. So gesehen zeigt das auch den Charakter und meine Standfestigkeit. Und das ist gut, dass das auch die österreichische Bevölkerung nunmehr auch in der Form auch sichtbar bekommen hat. Sämtliche Vorwürfe rund um Ibiza haben sich da in Schall und Rauch aufgelöst. Und genauso wird es auch mit den anderen Unterstellungen und Verleumdungen letztlich sich verhalten. Denn was da teilweise gezielt an wahrheitswidrigen Entwicklungen gegen meine Person aufgefahren wurde, hat alles eine Quelle. Und diese Quelle, ich kann nur noch einmal darauf verweisen, geht von dieser Gruppe aus, die bereits lange vor dem Ibiza-Video gegen mich tätig geworden ist, die lange vor dem Ibiza-Video offenbar mit Spesenkonstruktionen begonnen hat, gegen mich tätig zu werden, die sogar im Jahr 2015 Anzeige erstattet haben beim Bundeskriminalamt. Ich bin damals nicht einmal informiert worden. Normalerweise wird man, wenn Ermittlungen gegen einen laufen, als Abgeordneter auch informiert. Ich habe keine Information erhalten. Ich habe nicht einmal dann in Folge eine Information erhalten, dass die Ermittlungen eingestellt worden sind. Und dann hat sich diese Tätergruppe offensichtlich vorbereitet, dieses illegale und rechtswidrige Ibiza-Video zu planen, zu drehen und, wenn man so will, dieses Stück dann auch zu konstruieren. Und daraus leitet sich offensichtlich alles ab. Und das ist das Spannende an diesem Fall. Und da haben wir es im wahrsten Sinne des Wortes wirklich mit einem Polit-Thriller zu tun, wo bis heute ja auch immer wieder sichtbar wird, dass auch Teile dieser Ibiza-Täter offensichtlich V-Männer sind, für das Bundeskriminalamt sich auch gerühmt haben, sowohl für das deutsche Bundeskriminalamt, auch für das österreichische tätig gewesen zu sein, dass sie angeblich auch als V-Leute eingesetzt worden sind, dass es sich um vorbestrafte Drogendealer zum Teil handelt, dass laut Zeugenaussagen auch in dem besagten Lokal im ersten Wiener Gemeindebezirk regelmäßige Treffen stattgefunden haben, wo die Vernichtung meiner Person besprochen wurde, aber offensichtlich auch Drogen dort ausgetauscht worden sind im Beisein eines ehemaligen Sicherheitsmannes von mir. Und dass das, ich sage, eine zutiefst offensichtlich kriminelle Gruppe ist, die auch dadurch sichtbar wird, dass, wie Sie wissen, vor über zwei Jahren vor über einem Jahr ein Mordfall in Wien stattgefunden hat. Ein Killerkommando aus Serbien hat im ersten Wiener Gemeindebezirk einen vermeintlichen serbischen Mafia-Boss erschossen und einen zweiten verletzt. Es war, wenn man so will, ein Mordauftrag. Und das Rachekommando hat sich dann bei dem männlichen Lockvogel in seiner Wohnung wiedergefunden. Also mit solchen Herrschaften haben wir es da zu tun. Und da wird einem schlecht. Und ich glaube, da ist es wirklich notwendig und wichtig, hier in die volle Aufklärung zu gehen und nicht zur Tagesordnung überzugehen. Und das ist genau das, was mich eigentlich auch wundert. Denn nachdem dieses Transkript öffentlich geworden ist, habe ich doch bei einigen Medien vermissen müssen, dass sie mit einem gleichen aufklärerischen Antrieb auch in die Berichterstattung gegangen wären, wie vor über einem Jahr und zwei beziehungsweise drei Monaten, als damals dieses manipulative und willkürlich zusammengeschnittene Video veröffentlicht worden ist. Und das ist schon etwas, was einen schalen Beigeschmack hinterlässt. Ne? Denn da hat man nicht den Eindruck, dass man da oder dort an Objektivität und an wirklicher Aufklärung interessiert ist, sondern eben ganz andere Ziele offensichtlich der Fall sind. Und so gesehen ist es gut, dass wir heute auch im Rahmen dieser Pressekonferenz diese Bereiche weiter sichtbar machen und vorantreiben. Und ich darf nunmehr auch den Obmann des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, nämlich als Obmann und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, dem Bundestagsabgeordneten Diplompolitologen Petra Bistron, das Wort erteilen. Ja, hallo, liebe Herze, Strache und liebe Vertreter der Presse, vielen Dank für die Zuschaltung. Vielleicht fragen Sie sich, warum ist bei so einer österreichischen Angelegenheit ein Bundestagsabgeordneter, jemand aus Deutschland, zugeschaltet? Wie H.C. Strache schon gesagt hat, diese ganze Affäre hat eine gravierende Komponente und die möchte ich jetzt kommentieren. Hier bahnt sich einer der größten medienpolitischen Skandale der Nachkriegsgeschichte ein, denn wie schon gesagt wurde, hier ist eine erfolgreiche österreichische Regierung mit Hilfe von manipulierter Berichterstattung zwei deutscher Medien gestürzt worden und das auch noch auf Grundlage illegal erstellter und ganz gezielt manipulativ veröffentlichter Aufnahmen gestürzt. Und jetzt die neuesten Enthüllungen
bestätigen, dass sowohl HC Strache wie auch Johann Gudenus mit geheimdienstlichen Methoden in eine vorbereitete, auf lange, in lange Sicht vorbereitete Falle gelockt wurden. Man hat da wirklich ganz hinterhältig versucht, die beiden zu illegalen Handlungen zu verleiten. Und dieser Versuch ist gescheitert. Wir sehen jetzt aufgrund der neu geleakten Aussagen, dass die beiden mehrfach gesagt haben, nein, wir machen nichts Illegales. Und das ist das Gravierende daran, dass obwohl dieser Versuch gescheitert ist, wurde dann 2 Jahre später dieses Kompromaterial kurz vor einer Wahl gezielt eingesetzt von 2 deutschen Medien, um eine sehr populäre Regierung zu stürzen. Und wenn ich sage sehr populäre Regierung, dann meine ich damit auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Denn gerade im Bereich der Eindämmung der illegalen Migration und vor allem mit der Ablehnung des Global Compact on Migration war diese Regierung für viele Bundesbürger in Deutschland ein strahlendes Vorbild. Sie war ein Hoffnungsschimmer für viele heimatliebende Menschen in ganz Europa und insbesondere in Deutschland. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz den ehemaligen BND-Chef zitieren, der im August Hanning, der hat schon damals 2019 in einem Interview mit dem Nachrichtensender NTV gesagt, dass hier offenbar entweder von einem Nachrichtendienst oder eben von einer Organisation, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln in einer sehr aufwendigen Operation eine Falle gestellt wurde. Und sollte es sich zeigen, dass diese Hintermänner auch einen Bezug zu Deutschland haben, dann wäre das nicht nur ein medienpolitischer Skandal, sondern auch ein politischer Skandal in Deutschland, der einer weiteren Aufarbeitung und vielleicht eines Untersuchungsausschusses bedürfte. Ich möchte auch noch kurz auf die journalistische Komponente eingehen. Es gab schon 2019 auch große Diskussionen darüber, ob es ethisch überhaupt zulässig ist, ob das nach professionellen journalistischen Kriterien überhaupt statthaft ist, ein illegal erstelltes Material journalistisch zu verwenden. Die Diskussion wurde in Österreich intensiv geführt. Im Standard gab es ja einen großen Artikel, auch in anderen Medien. Und in Deutschland wurde es auch diskutiert. Und der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, hat ganz dezidiert gesagt, dass es auf keinen Fall möglich wäre, dass ein Medium so ein kompromittierendes, illegales Material selbst in Auftrag gibt, dass es selbst erstellt. Und selbst die Veröffentlichung, wenn sie von einer anderen Seite kommt, absolut grenzwertig ist. Und niemand von uns erschließt sich das Interesse des deutschen Lesers daran, was da in der Villa 2 Jahre zuvor im privaten Rahmen besprochen worden wäre. Das heißt, auch journalistisch war das überhaupt nicht geboten, so etwas zu veröffentlichen. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, eine illegal mit geheimdienstlichen Mitteln erstellte Falle, um Aussagen zu provozieren, die Korruption belegen, schlägt fehl. Das heißt, die beiden Beteiligten lehnen es mehrfach ab, irgendwas Korruptes zu machen, sagen explizit nein, sowas machen wir nicht. Wird trotzdem 2 Jahre später im Vorfeld einer EU-Wahl benutzt, um eine erfolgreiche, über die Grenzen Österreichs erfolgreiche Regierung zu stürzen. Das ist wirklich ersten Ranges. Dankeschön. So, bitte um Ihre Fragen. Die Fragen bitte in die Mikrofone, sonst hören Sie nur. Danke, Herr Bundestagsabgeordneter. Gerne. Herr Strache, Sie haben vorhin von mehreren Lockvögeln gesprochen auf Ibiza. Wie viele Lockvögel waren denn dort in Ihrer Wahrnehmung? Naja, mindestens 2. Ne? Es war die vermeintlich weibliche Oligarchin und der männliche Lockvogelbegleiter. Also diese 2 Lockvögel waren mindestens dort. Es gibt ja auch Hinweise, dass sich in dieser Finca
auch noch zusätzlich andere Personen aufgehalten haben sollen, die wir nicht gesehen haben. Und dem wird natürlich nachzugehen sein. Ich glaube, einer sitzt sogar in Haft. Zweite Frage. Unabhängig von einer rechtlichen Bewertung dessen, was auf Ibiza passiert ist, wie würden Sie es moralisch einstufen, wenn der Parteiobmann oder die Parteiobfrau einer anderen Parlamentspartei in Österreich auf Ibiza mit einer vermeintlichen Oligarchennichte doch relativ genau bespricht, wie zum Beispiel Spenden auch am Rechnungshof vorbei an parteinahe Vereine verteilt werden können? Das ist zwar rechtlich vielleicht einwandfrei, wie würden Sie es moralisch bewerten, wenn zum Beispiel Pamela Rendi-Wagner ein ähnliches Gespräch gehabt hätte wie Sie auf Ibiza? Ja, das ist ja das Schöne, deshalb bin ich ja an der vollen Aufklärung interessiert, weil nämlich da eines sichtbar wird, dass ich nämlich nichts anderes tue, als die unterschiedlichen rechtlichen Möglichkeiten aufzeige, ohne Wertung, ja, sondern unterschiedliche rechtliche Möglichkeiten aufzeige, dass Parteispenden möglich sind und dass ab einer gewissen Summe einer Parteispende das an den Rechnungshof gemeldet wird, dass es Unternehmer gibt, die mal grundsätzlich nicht an Parteien spenden wollen, weil sie auch nicht parteipolitisch punziert sein wollen, dass es aber Unternehmer gibt, die gerne auch an Vereine und an einen entsprechenden dort verfassten statutarischen wohltätigen Zweck spenden, aber das nicht parteipolitisch sehen wollen und auch nichts mit Parteipolitik zu tun haben wollen. Und das ist ein völlig korrekter Vorgang. Ich habe keine Wertung dahinter gesetzt, sondern ich habe das System erklärt und das wird dabei auch im Gesamtkontext sichtbar. Jetzt sprechen Sie auf Ibiza aber schon noch davon, dass Steuersenkungen zum Beispiel dann in Aussicht gestellt werden. Das heißt, das ist ja dann doch irgendwie der Versuch, auch möglicherweise von Milliardären Steuersenkungen eben zum Beispiel zu erwirken über Spenden, über parteinahe Vereine. Oder nein, im Gegenteil, sondern ich spreche aus meiner tiefsten Überzeugung und das ist das Schöne, was sichtbar geworden ist, dass man sieht, dass der HC Strache nicht einmal bei 270 Millionen Euro, die ihm da korruptiv angeboten werden, korrupt ist, sondern im Gegenteil, er sagt sogar sehr emotional, sie soll sich das irgendwo hinstecken, ja? Jetzt überspitzt ausgedrückt, und dass ich auf sowas pfeife, um es in anderen Worten auszudrücken, weil das mit mir nicht machbar ist und dass ich nur einen geraden Weg gehe und nicht käuflich bin und dass ich jeden Tag auch, wenn ich gut schlafen möchte und in der Früh aufstehen möchte und mich jeden Tag auch im Spiegel ansehen möchte, ja? Weil ich eben einen klaren, geraden Weg gehe. Und das wird sehr emotional und zwar nicht einmal, sondern x-fach dort zum Ausdruck gebracht. Und das ist eigentlich der beste Beleg, wenn man heute als transparentester Politiker aufgrund einer illegalen Operation sichtbar geworden ist, dann sehen die Menschen, dass ich ein Mensch bin, der aus Überzeugung handelt, der eben nicht käuflich ist und der eben aus Idealen heraus handelt und für die österreichischen Interessen eintritt. Und das ist das Schöne, denn das ist jetzt amtlich belegt. Letzte Frage, Sie haben schon angekündigt, Sie werden noch rechtliche Schritte ergreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau ist da geplant? Gegen wen werden sich diese rechtlichen Schritte richten und wie wird da die Klage die entsprechende ausschauen? Was werden Sie da anzeigen? Genau. Naja, es sind ja mehrere Anzeigen ja auch schon erfolgt. Es gibt ja auch Ermittlungen und Verfahren, so natürlich auch im Zusammenhang der rechtswidrigen und illegalen Erstellung des Videos. Das ist weiter sozusagen ein laufendes Verfahren, wo auch Expertisen eingebracht worden sind und natürlich auch, gegen die Vorgangsweise der Journalisten, die ein rechtswidrig und illegal erstelltes Video auch noch manipulativ aus dem Gesamtkontext gerissen haben und damit nicht im Sinne der Aufklärung, nicht im Sinne des öffentlichen Interesses, wie sie immer behauptet haben, hier etwas gemacht haben, sondern offenbar mit einer klaren Motivation. Ja. Und das muss natürlich Konsequenzen haben. Was genau werden Sie da, also was ist da der tatrechtliche Status? Das prüfen gerade die Anwälte. Aber ja, die Verwendung eines illegal und rechtswidrig erstellten Videos, das man auch noch aus dem Gesamtkontext reißt und manipulativ anders darstellt, hat natürlich eine rechtliche Komponente. Und genau dort wird auch rechtlich angesetzt. Über diese Pressekonferenz hinaus weitere Kooperationen geben mit der AfD, vielleicht auch im Wiener Wahlkampf. Und eine Frage an den Herrn Abgeordneten Bistron. Wem fühlt sich denn die AfD jetzt näher, dem Team HC Strache oder der FPÖ? Also zum einen, glaube ich, geht es darum, wir haben ja keine Parteienpartnerschaft, um das geht es auch nicht, aber es geht, glaube ich, immer, wenn man politisch tätig ist und politisch Verantwortung hat, dass man dort, wo jemand etwas Richtiges sagt und richtige Inhalte vertritt, diese auch teilt und unterstützt.
Und das über alle Parteigrenzen hinweg. Das ist ein Zugang, den ich auch immer gelebt habe. Und dort, wo jemandem Unrecht getan wird, ja, und ich sage massives Unrecht passiert, dass man sich auch zu Wort meldet. Das mache ich nicht nur über Parteigrenzen hinweg, sondern auch über Staats- und Nations- und Kulturgrenzen hinweg. Wenn einem kurdischen Volk bis heute Unrecht getan wird, weil es keinen eigenen Staat bis heute hat, na, dann ist das bis heute ein Unrecht, das man abstehen sollte. Und ich glaube, so sollte man grundsätzlich Politik machen und handhaben. Und das ist es. Ja, also ich kann das ja nur unterstreichen. Selbstverständlich ist der Partner der FPÖ schon immer, der AfD immer die FPÖ gewesen. Das war unter HC Strache so, das ist jetzt auch mit Herbert Kickl so. Wir sind zusammen im Europäischen Parlament und selbstverständlich haben wir unsere Partner auch darüber informiert, dass ich heute hier an einer Pressekonferenz teilnehme. Uns ist es bewusst, dass Sie in Österreich Wahlkampf haben. Aber es ist auch der Großzügigkeit unserer Kollegen von der FPÖ geschuldet, dass ich hier heute bin, weil die gesagt haben, ja, hier geht es um die Sache. Ich kommentiere hier nicht ihren internen Wahlkampf, sondern die Verwicklung der deutschen Medien in einem Skandal, der zum Sturz einer erfolgreichen österreichischen Regierung war. Und das ist jetzt wichtig, diese Hintergründe aufzudecken und aufzuarbeiten. Und da ziehen wir alle an einem Strang, alle heimatverbundenen Parteien in Europa. Keine mehr. Wunderbar. Dann sagen wir Danke. Gut, vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Bundestagsabgeordneter. Und alles Gute wünsche ich. Ja? Und wir sehen einander. Vielen, vielen Dank. Alles Gute auch Ihnen nach Österreich. Danke. Ja, ja. Ihnen jetzt zu guter Letzt unser sogenanntes Wahlkampfvehikel noch vorstellen, wo wir ja am Samstag auch eine Auftaktveranstaltung haben, nämlich im Lotus Event Center im 22. Bezirk in der Donaustadt. Und dieser Slogan, den wir hier kreiert haben, ja, dieses gemeinsam Aufstehen für Wien soll im Prinzip die Geschichte des Heinz-Christian Strache in den letzten knapp eineinhalb Jahren aufzeigen. Ja, nämlich, und ich fasse das nochmals zusammen, ja, und weil auch ein Medienvertreter hier von Moral gesprochen hat, wenn Medien ein Machwerk von Kriminellen nehmen und das sozusagen manipulativ zusammenschneiden, um eine unliebsame Person wegzubekommen, eine Regierung zu sprengen, dann muss man wirklich die Moral in gewissen Teilen der Medienlandschaft hinterfragen. Und deswegen dieses gemeinsam Aufstehen für Wien, ja, dass viele, viele Menschen, immer mehr Menschen, HC Strache wieder geholfen haben, aufzustehen, das Comeback zu feiern und in Wien bei der Wahl am 11. Oktober auch sichtbar zu machen. Und um das geht es, die HC Strache Comeback-Tour, wo wir am Samstag eben den Startschuss, den großen Startschuss in der Donaustadt begehen werden.